Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 274. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Basti. Gute. Und dann haben wir da noch... Alles Gute. Den Herrn Marvin, dem wir an dieser Stelle nochmal alle gemeinsam recht herzlich zum Geburtstag gratulieren wollen. Shalom, vielen Dank. Happy Birthday, Marvin. Ich freue mich, dass ihr Badesalz gespielt habt. Ich freue mich, dass ihr Badesalz gespielt habt, nachdem ja die ganzen Ansagen in der Frankfurter Innenstadt ja gar nicht mehr in Herbst sind. Naja. Ja, wir wollen heute über ganz viel Fußball reden und begrüßen natürlich auch die ganzen neuen Abonnenten, dazu gleich noch mehr, aber erstmal hat eben unser Geburtstagskind Marvin etwas vorbereitet und auch dafür gibt es eine kleine musikalische Untermalung und dann darf der Herr Marvin gleich loslegen. Genau. Uhu. Also liebe Leute, ich habe ja gesagt, ich will mich bei allen bedanken, die mir, du kannst jetzt schon die Musik spielen, ist kein Problem, ich will mich bei allen bedanken, die mir bei Twitter geschrieben haben und deswegen lese ich jetzt jeden einzelnen Namen vor. Also, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 3,5 Jahre. Holt eure Kinder aus dem Bett, hört das Programm gemeinsam und dann los geht's. Also, wir fangen an bei Nick 2012. Vielen Dank. Der Frau Fabelhaft, Darth Maul, Calibanet Space, der gute Underground FFM, Untergrund FFM, Frau Miema, Lalilein, bei Schlumbi, Frau Pia Zorn, Lady Masiki, Penny Lane, AXW774, ja, da kommt wieder der saure Hefe 1887 und dem wunderbaren, einzigartigen, oft kopiert, niemals erreichten Lost in Nippes, der Herr Walter, Ned Fuller, die Bootstrap Betty, dann der Rebige, Sasch, also ihr wisst, mit unglaublich vielen A's, und das habe ich jetzt nicht gemerkt, der Junge mit dem Ball, Halbraumdeuter, Genderbeitrag, Mailandfahrer, Quarkbällchen, Silbensalat. Dann geht's weiter, wenn diese Twitter-Wall geladen hat. es dauert ein wenig. Hoffentlich schneiden wir das raus. Wir schneiden wahrscheinlich nichts raus. Nein. Jetzt muss ich wieder ganz runter scrollen. Okay, das dauert wirklich eine ganze Weile. Wir wissen noch, das Einzige, was wir rausschneiden, ist Dennis. Dankeschön. Der gute Curious. Sumpfi 5. Dwarf Planet. F. Schmidt 77. Der gute Bone FFM. Runner Tobi, guten Tag. Schmermi. Chris FFM 84. Cristaldo 1907. Der XXL Honk. Rüsseltier, ja, den kenne ich doch. Ja. Die Stehblock Barbie. Tösirü. Bamble Guy, Hollywood 20359. Keine Ahnung, wir müssen es jedem mal erläutern, was diese Kombination eigentlich zu bedeuten hat. Dann der Jos 0794. Meine Güte, bist du jung. Das ist wahrscheinlich, ja, egal. Der Black Templar, der Sven GZ. Dann der gute, wunderbare, einzigartige. Ich versuche jetzt so viel zu sagen, bis die Twitter-Timeline wieder geladen hat. Oh Gott, das ist auch ganz schön lang hier alles. Es dauert. Meine Güte. Ich glaube, ich mache jetzt hier gleich mal wieder weiter. Wir haben es gleich. Du musst nochmal machen. Ah, genau. Der Henny Bubu, 80. Juli Auripolis. Dann der gute Weide Welt. Zambrine 5. Justinian.de. Grübel 26. Wir haben Miss Kreativ. Dann der wunderbare Alex Schnappe, Eintracht Emma. Weiter geht's mit dem Borussen-Leon. Dann der gute Feix. Viele Grüße dahin, nur der Tim. Yannick SG, unser Stammzuhörer. Viele Grüße, mein Lieber. F. Dimberle. Ich habe jetzt Dembele schon fast gelesen. Der Jasper. Der Jasper sieht übrigens viel älter aus als auf diesem Bild, obwohl er erst 17 Jahre ist. Aber cooler Typ. Merkt euch diesen Namen. Denn jetzt muss ich wieder scrollen. Ah, so, jetzt geht's hier gleich mal weiter. Oh Mann, tut mir leid. Das ist ein wenig stressig hier. Ich komme ja ein bisschen unter Druck. Erzählt mal was in der Zwischenzeit. So, nein, jetzt haben wir es wieder. Die Wortpiratin. Der
der Chaos on TV. Dann der Tranquilo 1992. Der Sport-Tease, der wunderbare Zugzwang 74. Die Miss Wayne, der Jung Dennis, Poppy FFM, Ersatzbank, der wunderbare JP unten Strich Stich, Alex SGE, Mr. Dominik 1K, Tü Tirol, da vertue ich mir immer, da denke ich immer, das ist Tirol, SGE Patrick, sehr kreativer Name, mein Lieber, Toby Wrestling, ein wunderbarer Name. Dann geht's weiter und zwar, lass mich mal weiter gucken, dem wunderbaren Spielbeobachter, dann Koku 266, Fisch im Glas, Marcel Marvelous, Buxen, Sabi 0, Nummer 9, Pilzeintopf, Chiquita Flanke, die wunderbare Alina Leimbach, Golradier, Little Bin FFM, nee, Little Bin F einfach nur, Schobot, Alex MRK, die ganzen Leute haben sich auch echt interessanten Namen ausgedacht. Bankiefer, das ist mein einer Lieblingsname. Asuma Slayer, Eintracht Hani, Tarkax, Micha Amain, Danke MH, Flosch, Chrissy, André Anchuelo, Junge Herr 1892, Laura Reinkes, Arne 1904, Köln Süd, Really Vanny, Sportkultur, Astimum, gute Besserung übrigens an dieser Stelle, Mona J1899, der Hollywood, habe ich eben gerade schon genannt, Steffen Herget, TZ Borussin, 2. Mai, Mabagus, Suki 9911 und jetzt haben wir es gleich, wir sind in der Zielgeraden, nein, da kommt der Richard Turkovic auch noch, vielen Dank, Schwester A, vielen Dank, Jörg Gut, vielen Dank, Kruppi 99, vielen Dank, Kleine Pfeifer ebenfalls, der wunderbare Heinz Kampe, vielen Dank und das war's jetzt erstmal und wenn ich jemanden vergessen habe, ihr seid alle herzlich gedrückt, eieiei, ah, Lukas auch noch. Feine Sache. Oh Gott, das waren ganz schön viele, das waren ja, ganz schön viele. Du hast zweimal die Musik durchgespielt und alle an alle Neuzuhörer, wenn ihr das nächste Mal sowas habt, wir haben Kapitelmarken, ihr könnt auch überspringen. Das könnt ihr auch jetzt sofort machen oder euch nochmal anhören. Ihr könntet jetzt auch zurückspringen und es euch nochmal anhören. Ne? So, jetzt geht's aber los mit dem richtigen Programm hier. Genau, wir reden über die Eintracht und genauer gesagt reden wir über das vergangene Spiel gegen den SC Freiburg. Basti hatte davor irgendwann mal gesagt, er wäre mit einem Unentschieden zufrieden. Ich war ein bisschen euphorischer und habe einen Fünfer auf den Sieg gesetzt und irgendwie waren wir beide am Ende nicht so ganz glücklich, oder Basti? Nee, ich bin ehrlich gesagt immer noch wütend. Das hat mich jetzt wieder daran erinnert, warum Fußball manchmal auch echt keinen Bock macht. Weil du hast diese Euphorie, du freust dich und dann geht's auch gut los. Und du denkst irgendwie, das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die andere das 1-0 macht. Und ich habe ehrlich gesagt bei dem Kopfball vom Fallett gedacht, dass das Ding drin gewesen ist. Ja, das sah und ganz, ganz sah, komisch aus. Also, ja. Dann hast du gedacht, und dann in der Zeit warst du gedacht, boah, lass ihn noch durch, der Aller macht den rein. Und dann hat er ja selber noch Aller diese Chance, wo er dann an die Latte schießt. Und du hast irgendwie ständig, du hast wieder dieses alte Gefühl gehabt, was du bei der Eintracht immer hast. Ey Leute, der Gegner, die sind scheiße, ihr müsst jetzt zuschlagen. Das hat dann so ein bisschen gefehlt, aber mit so ein bisschen Abstand muss man sagen, wir können einigermaßen zufrieden sein, weil es gab ja auch schlimmere Befürchtungen, dass gar keiner wusste, wo die Eintracht irgendwie steht mit dieser neu zusammengewürfelten Truppe. Mhm. Und da ist man mit der Leistung unterm Strich zufrieden. Es ist natürlich trotzdem ärgerlich, weil das wären sehr, sehr, sehr wichtige Punkte gewesen, drei Punkte gewesen, gerade im Hinblick auf die nächsten Partien, die auch eklig sind und auch so 50-50-Spiele wahrscheinlich sein werden, da wäre es gut gewesen, wenn wir schon diesen drei eingefahren hätten. Nichtsdestotrotz ist die Tendenz trotzdem bei mir noch positiv und es gab einige Spiele, über die wir bestimmt noch gesondert sprechen werden, die mich sehr, sehr begeistert haben. Hm. Vielleicht bevor wir dazu kommen, die Taktik im Spiel war ja eher so auf schnelle Konter, also was man so sehen konnte oder was ich meine gesehen zu haben und was ich auch aus dem einen oder anderen Bericht auch so rausgelesen habe, war, dass Freiburg versucht hat, mehr für das Spiel zu tun und die Eintracht eher so auf Ball lange und dann schnell nach vorne und irgendwie eher so das Heil in der Offensive suchen. Ist das jetzt nur in diesem Spiel so gewesen oder meint ihr, das ist so eine Taktik, die wir jetzt des Öfteren im Laufe der Saison sehen werden?
Öfter, ja, denke ich, auf jeden Fall öfter. Also mit ja Aller vorne hast du natürlich auch jemanden, das hast du ja, da hatte der Basti auch schon beim letzten Podcast sehr schön nochmal drauf hingewiesen. Es ist ein Spieler, der ist sehr, sehr präsent, kann sehr, sehr gut die Bälle, die von hinten lang rausgeschlagen werden, annehmen, verarbeiten. Ich glaube, eine Zweikampfquote von 60% spricht da auch Bände. Also er positioniert sich gut, er ist natürlich auch athletisch super Spieler, muss ich wirklich sagen, zumindest jetzt aus dem Spiel wieder die Ansätze waren wieder so gut, dass ich sage, wenn er wirklich jemanden hat, der eventuell dann auch noch außer er selbst ein bisschen Zug zum Tor hat und da den ein oder anderen Ball ja technisch auch noch gut mitnimmt, dann glaube ich, haben wir da vorne wirklich sieht er wettbewerbsfähigen Sturm. Das muss ich wirklich sagen. Jetzt lehne ich mich natürlich schon sehr weit aus dem Fenster, weil ein Spiel, gut, Pokal hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, aber es hat mir schon sehr gut gefallen. Ich denke, es wird auch ein Mittel sein, was du in der Saison des Häufigen noch sehen wirst. Ja, sehe ich auch so. Gehe ich auch davon aus. Und ehrlich gesagt, wir können ja mal jetzt ein bisschen über das Spiel, so das Konzept sprechen, aber ich muss sagen, ich fand, wie das Offensivspiel war, hat mir das echt gut gefallen von der Eintracht. Erinnern wir uns an die letzten Saisonspiele der Rückrunde, da war das teilweise richtig bitter. Da kam richtig wenig zusammen in die Offensivbewegungen, war da wirklich wenig. Du hast selbst bei Gajcinovic, der immer zurückgezogen spielen musste, weil es keinen mehr im defensiven Mittelfeld gab, war das auch nicht mehr so wunderbar. Mittlerweile kann Gajcinovic wieder auf der Position spielen, die ihm am besten liegt, und du hast es gleich gemerkt. Und ich fand, gerade dieses Zusammenspiel mit Gajcinovic, aber auch teilweise Haller, Guzman war ein bisschen unauffällig, aber gar nicht verkehrt. Also der muss ja auch nicht mega auffällig sein, hat aber die Bälle gut verteilt. Also ich muss sagen, für mich war das Spiel offensiv um 3 Nummern besser als alles, was ich eigentlich fast in der Rückrunde der letzten Saison gesehen habe. Natürlich jetzt mit der ganzen negativen Prägung. Ich bin froh, dass wir auch endlich mal wieder versucht haben, offensiv Akzente zu setzen. Und es zeigen ja auch die Torschüsse. Die Eintracht war allein an den Torschüssen wirklich mehr am Drücker als Freiburg. Ja, muss man auch sagen, normalerweise gewinnt die Eintracht auch das Spiel, da kann Freiburg sich nicht beschweren. Die Eintracht war klar besser. Das muss man auch bemerken einfach, weil das war ja in Freiburg nicht immer so. Also wir haben oft dort geschwommen und haben uns dann irgendwie Schneid abkaufen lassen. Diese Mannschaft hat Gott sei Dank so eine Ruhe gehabt. Also ich hatte irgendwie, so ganz große Angst hatte man ja gar nicht, dass Freiburg irgendwie ein Tor schießt. Du hast eher nur das Gefühl gehabt, wenn die Eintracht noch ein paar Körner drauflegen würde, würde die Eintracht führen. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, mir hat so ein bisschen trotzdem neben Aller die Präsenz in der Offensive gefehlt, da Kamada so ein bisschen immer wieder abgetaucht ist. Also es gab viele Bälle, die dann in gute Räume geflankt oder gepasst wurden, wo dann am Ende gar keiner war. Also du hast viele Räume ungenutzt gelassen, wo du dir gewünscht hättest, dass da eventuell tatsächlich Jogota oder Boateng stehen, die so ein bisschen mehr Offensivdrive haben. Kamada sehe ich wahrscheinlich eher als jemanden, der auch dann vielleicht irgendwann auf diese 8 spielt, aber nicht direkt hinter der Spitze, weil er halt einen guten Pass spielen kann. Aber bei ihm habe ich so ein bisschen diese offensive Präsenz vermisst, wo du das Gefühl hattest, Haller ist oft auf alleinigen Posten da vorne. Ziemlich alleine da vorne. Aber das hat er dafür noch richtig gut gemacht. Also es hat sich bestätigt, was im Pokal angedeutet hat. Der kann die Bälle echt gut halten. Also der hat eine gute Technik, auch wie er sich da einmal durchgesetzt hat bei seinem Lattenschuss. Ich wollte gerade sagen, bei diesem Lattenschuss, wie du siehst, wie er den Körper da einsetzt, um eben auch die anderen beiden Spieler da wegzuschieben und trotzdem es noch schafft, diesen Schuss halt auch wirklich da auf dieses Tor zu bringen. Ich meine, da hat ja viel gefehlt. Also da hat man doch keinen mehr, der das so kann, Das war doch absolutes Highlight. Liebe Leute, das ist doch mega geil, dass wir endlich wieder jemanden haben, der diese Bulligkeit besitzt und auch gleichzeitig diese durchdringende Fähigkeit zu sagen, ich wusel mich da jetzt durch. Der hat sich da durchgetankt bis zum geht nicht mehr, dass er dann halt nur die Latte trifft. Okay, also wie man so ein Ding halt nur auf die Latte haut und nicht irgendwie woanders, wo es wesentlich leichter gewesen wäre, ist jetzt bitter. Können wir jetzt viel drüber sprechen. Aber die Tatsache, dass er diesen Weg überhaupt sich bahnen konnte, das war für mich ganz grandios. Und das gibt mir ehrlich gesagt komplett viel Vertrauen. Muss ich auch sagen. Ich habe dann bei Haller, wusstest du es ja nicht, er wurde ja viel kritisiert in der Vorbereitung. Genau. Im Pokal wollten wir nicht überbewerten, aber er hat das jetzt in der Bundesliga zumindest in Ansätzen gezeigt. Klar gibt es bei ihm noch Verbesserungen und er ist auch nicht der Allerschnellste. Aber was der Marvin sagt, du hast einen Stürmer, da hast du nicht das Gefühl, wenn der lange Ball nach vorne geht, ich bin eigentlich kein ganz großer Fan von langen Bällen, aber bei ihm hast du das Gefühl, das könnte zu einem Mittel werden, was auch simpel ist, weil du gerätst bei langen Bällen, gerätst du nicht in Gefahr, einen Konter zu laufen, weil du gar nicht viele Spieler mit nach vorne nimmst, sondern du bleibst quasi in deiner defensiven Grundordnung stehen, bolzt den Ball nach vorne und dann, wenn er den festmachen kann, dann können die Spieler immer noch nachrücken und schauen, was für eine Situation die kreieren können. Und das hat mir gut gefallen und da können wir viele Spieler noch, Gacinovic muss ich sagen,
hat mir nicht ganz so gut gefallen, wie ich es erwartet hätte. Also der hat auch dieses Vakuum, was ich in der Offensive da vermisst habe, auch nicht ausfüllen können. Er hat eine geile Szene gehabt, wo er aber völlig übermotiviert dann nochmal gedribbelt hat, wo er eigentlich direkt schon ins lange Eck hätte schlenzen müssen. Da wäre es wahrscheinlich ein sicheres Tor gewesen. Da ist er nochmal gegangen. Mhm. Aber stimmt, da ist er zu viel getändelt. Ja. Mhm. Genau, das will ich ihm noch zugestehen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat das gut gefallen. Die Chancenverwertung natürlich nicht, aber mir hat das, was die Eintracht gespielt hat, auch was Williams gespielt hat und selbst was Chandler gemacht hat und die Defensive war auch super. Also Fallett, klar, der war irgendwann gelb-rot gefährdet, aber für sein erstes Spiel, er hat zweimal mit der Mannschaft trainiert, war das schon sehr vielversprechend. Und da bin ich, wenn Salcedo noch zurückkommt, macht mir die Abwehr ehrlich gesagt keine großartigen Sorgen. Und eigentlich momentan ehrlich gesagt keine Position, weil ich weiß, die Position, die mich so ein bisschen gestört hat, diese Kamada-Position, das ist für mich ist es nicht die richtige Rolle. Aber da kam ja Boateng und der hat selbst in diesen 17 Minuten oder was das war, die er hatte, mega, hatte der schon gemacht. Zwei, drei Szenen, die zumindest angedeutet haben, dass er genau das ausfüllen kann. Und stellt euch bitte vor, ich habe mir echt gedacht, wenn er diesen einen Schernschlag da, wenn der ist zwar meilenweit übers Tor gegangen, aber allein die Idee zu haben, das ist genau das, was ich mir von ihm ehrlich gesagt erhoffe. Und wenn dieses Ding da, wenn das Ding sich einsenkt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier heute. Ja. Über Boateng würde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, weil ich glaube, da gab es auch so rundherum ein bisschen was man da noch mit reinnehmen kann. Aber mal so generell hört sich es jetzt für mich stark raus, als wenn wir sehr zufrieden sein können, auch gerade mit den ganzen Neuen, die dazugekommen sind und dass gerade auch so dieser Wechsel von Oczipka auf Williams auf der linken Seite sich mehr als bezahlt gemacht hat. Auf jeden Fall. Geil, wie der also in den Strafraum Fälle. Einmal gegangen ist. Also der erste einmal, wie er da in den Strafraum eingedrungen ist, das ist schon cool. Also es macht. Ja. Du hast bei der Eintracht mittlerweile, der Marvin hat es ja gesagt, letzte Saison war es so, du denkst, boah, mittlerweile habe ich bei der Eintracht, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, es kann, natürlich ist nicht immer, aber es kann gefährlich werden. Und ich sage jetzt noch abschließend, was ich bemerkenswert fand, dass scheinbar De Guzman jetzt der Junge für die Standards ist. Und da bin ich auch gespannt, was da draus wird. Und ja. Jetzt habe ich euch vollgelabert mit jedem Spieler, aber jetzt seid ihr dran. Ja, die Zeichen bei De Guzman waren jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. Also für mich, wie gesagt, auch Kamada so ein bisschen das schwächste Glied. Ja, der muss da noch reinfinden. Aber an sich, ich will wirklich noch mal hervorheben, wir wussten doch am Anfang dieser Saison oder vor dem ersten Spieltag, weißt du doch de facto gar nicht, wo die Mannschaft steht. Da sind Leute auf dem Platz, die noch nie so zusammengespielt haben. Und das ist eine unfassbare Wundertüte. Und dann kommt kurz vor Schluss der Transferperiode, will ich nicht sagen, weil wir haben ja noch eine Weile, aber kurz vor dem ersten Spieltag, haben wir Leute wie Fallett verpflichtet. Der steht sofort in der Startelf, ja. Und dann, Boateng, der immerhin auf der Bank ist. Ja, tut mir leid, Fallett für sein erstes Bundesligaspiel, wie er die Leute teilweise ausgekocht hat. Ja, natürlich war er gelb-rot gefährdet, das ist klar. Der hatte sich da was geleistet und dann wurde ja dementsprechend auch folgerichtig ausgewechselt. Aber die Zeit dahin war der super souverän. Und das muss ich sagen, für ein erstes Bundesligaspiel, wo du Spielern sowieso Eingewöhnungszeit geben musst, was gerade in der Innenverteidigung echt sau ist. Ne? Weil die Sache ist, wo kann es mehr schief gehen als in der Innenverteidigung? Weißt du, du kannst im Mittelfeld, kannst du dich durchwuseln wie Kamada, gell, ist scheiße, du machst ein Kackspiel, aber du sorgst in der Regel nicht direkt für Gegentore. In der Innenverteidigung ist eine ganz andere Drucksituation. Ja, die hat er gut bewältigt und ich will nichts sagen, außer dass ich ziemlich zufrieden bin mit der Leistung der Eintracht. Natürlich, ganz klar, die Chancenverwertung. Wir müssen auch überlegen, ob Freiburg hier momentan überhaupt diese Fähigkeit in der Bundesliga aktuell mitzuhalten, weil die waren schon sehr, sehr schwach. Also das darf man auch nicht vergessen. Aber die Eintracht an sich hat einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist das einzige Sternchen, was ich noch hinter diese ganzen Bewertungen setzen würde, ist, dass man vielleicht im Nachhinein trotzdem merken wird, okay, wir haben da gegen den Tabellen 17., 18. am Ende gespielt. Also du. Das weiß ich aber gar nicht, Basti, weil ich muss wirklich sagen, diese Stabilität, die wir jetzt natürlich hier am Anfang der Saison schon gezeigt haben, und ich bin voll auf eurer Seite mit den ganzen Wechseln. Das ist eine Riesenarbeit, Riesenkompliment an Kovac und Co., die Mannschaft offensichtlich dann auch auf dem Papier schon so zusammenstellen konnten, dass sie gesagt haben, die passen zueinander und bringen Stabilität rein. Die Defensive, was ihr ja jetzt eigentlich dann anspricht, weil im Endeffekt Freiburg hat nicht wirklich gefordert. Ich muss auch sagen, Fernandes war da wirklich genial. Der hat ja alles wieder abgeräumt davor. Hasebe hat wieder ein ordentliches Spiel gemacht da hinten. Ja. Abraham sowieso immer genial. Ja. Also muss natürlich auch sagen, dass die Spieler jetzt für diesen Saisonzeitpunkt, nämlich erstes Spiel in der Konstellation zusammen,
genial eigentlich schon harmoniert haben. Und da ist es, glaube ich, auch schwer für eine Mannschaft. Klar, Freiburg ist für mich auch keine Mannschaft, die wieder um Platz 7 mitspielt wie in der letzten Saison. Ja, nicht. Aber es ist natürlich schon was, diese schlechte Leistung der Freiburger, glaube ich, können wir auch mal stolz unserer Mannschaft zusprechen, weil die wirklich schon zum sehr frühen Zeitpunkt in der Saison eine sehr gute Stabilität gezeigt hat. Klar, wieder nur ein Spiel gesehen, aber was ich da gesehen habe, gerade auch von Fernandes auf der 6, wo wir immer Magenschmerzen eigentlich hatten, der hat so viel abgeräumt, genial. Also muss ich wirklich sagen. Souveräner Typ, würde ich auch sagen. Souveräner Typ. Es ist und krass, auch, dass du hast ihn das ganze Spiel auch nicht gesehen, gell? Also Dennis, genau, wenn du bei Fernandes redest, das Gute ist bei so einem Spieler, wenn der die nicht auffällt, krass, dann macht er was Gutes, weil du hast bei der Eintracht ja immer wieder diese Dinger drin, wo du denkst, oh, der, dann stolpert der da rum und dies. Ich habe bei der Eintracht, wie gesagt, bis auf Kamada war keiner dabei, wo ich irgendwie sagen würde, selbst Chandler, mit dem ich kritisch gesehen habe, der scheint seine Form zu bestätigen und was auch gezeigt hat, wie viel Vertrauen der Trainer in ihn hat und gleichzeitig in Russ wahrscheinlich gar nicht mehr, ist, als Da Costa gekommen ist, dass Da Costa quasi gekommen ist und Chandler in die Innenverteidigung gegangen ist. Das ist, glaube ich, auch ein Fingerzeig in Richtung Marco Russ gewesen. Okay, Digga, deine Zeit könnte wahrscheinlich ablaufen, aber auch einer in Richtung Da Costa zu sagen, okay, du, vielleicht trainierst du auch gut und ich will dich dafür belohnen und will aber Chandler trotzdem nicht rausnehmen, weil er halt momentan noch besser in Form ist. Also fand ich, war ich echt zufrieden, außer dass ich echt oft an diese Chancen gedacht habe, also von daher. Was mich da, also nicht fasziniert, ist jetzt zu viel gesagt, aber was mich da positiv überrascht hat, ist die Tatsache, dass Fallett rausging und Da Costa reinkam und Da Costa im Endeffekt dann ja auch so ein bisschen eine innenverteidigerartige Position zwischenzeitlich einnehmen musste. Die haben dann zwar rochiert und so, aber das zeigt natürlich auch, ja, Da Costa, du willst spielen, du bietest dich an, musst halt spielen, wo ich es will. Ne? Mhm. Auch so eine Sache. Also im Zweifel flexibel bleiben. Worauf ich auch nochmal hinaus will, ist die Entscheidung, die dann zwischenzeitlich gefällt wurde mit dem Videobeweis. Das war jetzt das erste Mal bei der Frankfurter Eintracht ist es vorgekommen. Ja, also ich meine, jetzt können wir uns natürlich nicht beschweren, oder wie seht ihr das? Nee, also das war eine kuriose Szene und es wird, glaube ich, meine Art auf Fußball schon ein bisschen verändern, ehrlich gesagt. Mhm. Weil du jetzt immer bei strittigen Situationen wahrscheinlich diese latente Hoffnung oder Angst hast, dass da noch irgendjemand irgendwo anruft. Also ich habe mich nach diesem Gegentor, habe ich mich schon richtig aufgeregt. A, über das Gegentor und B, weil es abseits war. Und das hat ja schon ein bisschen gedauert, bis es dann korrigiert wurde. Also quasi dieses Wellental hatte ich. Ich habe mich aufgeregt, habe mich damit abgefunden, dass Eintracht 1-0 zurückliegt. Und dementsprechend habe ich mich ja fast wie über ein Tor gefreut, als es aberkannt wurde. Ja. Ich glaube, das hat sich bei mir ja schon ein bisschen durchgesetzt, dass du immer erstmal auf den Linienrichter oder Schiedsrichter guckst. Ob der zum Mittelpunkt zeigt. Das war früher ja schon so. Und jetzt kommt noch das dazu, dass du guckst, ob er sein Headset festhält. Ich weiß nicht, wir haben jetzt quasi profitiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mich das irgendwann aufregen wird, weil wir dann schon gejubelt haben. Ja, das war ja auch so eine Hörerfrage, die man uns über Facebook reingereicht hat, wie wir generell so dieses Thema mit diesem Videobeweis finden. Und ich muss sagen, ich bin da noch sehr, sehr unsicher. Also mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Die Geschichte am Samstag, das war ja katastrophal. Da ist ja irgendwie alles schief gegangen. Sonntag kann man natürlich sagen, war gut, weil wir hatten halt am Ende des Tages Glück. Aber es hat halt schon diesen Spielfluss sehr lange wirklich unterbrochen. Und ich finde auch diese ganzen Gestiken und so weiter, die sind halt auch nicht irgendwie klar zu erkennen und dann weißt du auch nicht, wie viele Spieler dann immer dann dahin rennen und sofort den Videobeweis fordern, wobei das ja auch dann gelbe Karten nach sich ziehen soll, ist ja auch so eine neue Regelung, dass Spieler, die sehr offensiv diesen Videobeweis fordern, dann eine gelbe Karte bekommen. Da weißt du ja dann auch nicht, wie ist das dann? Ja, dann wirst du tatsächlich irgendwie gefault, dann gehst du hin zum Schiedsrichter und sagst, hier, Videobeweis, und dann gibt er dir stattdessen eine gelbe Karte. Also es ist ja auch so ein bisschen... Also ganz ehrlich, was ist denn los mit den Leuten? Es gibt doch überhaupt keinen Grund zu sagen, ein Schiedsrichterbeweis, das ist festgelegt. Es gibt ganz klare Situationen, in denen der Videobeweis zum Tragen kommt oder nicht. Da brauche ich auch nicht hingehen und will sagen, Videobeweis. Quatsch, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Wenn die so blöd sind, wegen sowas eine gelbe Karte einfangen, haben sie es eigentlich nicht besser verdient. Also ich weiß nicht, also da sollten wirklich die Spieler überhaupt keine Macht mit haben und es gibt ja eine ganz klare Regulierung und das sollten wir beibehalten. Ich weiß nicht, ob es dem Spiel gut tut, aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das alles ein bisschen verlangsamt, wenn wir immer darauf warten müssen, was jetzt genau Sache ist.
Bin ich voll bei dir, Marvin, ja. Wir haben es halt am Sonntag gesehen, das war halt zu unserem Vorteil, ne? Ja, klar, jetzt. Aber das ist halt immer die Frage, wie es dann ist. Ich meine, wie oft hattest du in der Vergangenheit die Situation, dass du irgendwie ein Tor, du machst den Anschlusstreffer und willst irgendwie schnell zum Mittelkreis und willst den Anschluss wieder ausführen? Und das kannst du ja eigentlich danach vergessen, weil die Regelung ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei jeder spielentscheidenden Situation, und da gehören Tore ja zwangsläufig dazu, gibt es quasi diese Kontrolle. Also du musst ja quasi immer noch mal warten, ob es da noch dieses Veto-Ding gibt. Also das wird das Ganze halt schon dann nochmal extrem ausbremsen. Ja, ich hoffe einfach, dass du bei so einem ganz normalen Tor, dass ich das nicht habe, ehrlich gesagt, sondern dass du denkst, gut, bei so Steilpässen vielleicht weißt du nicht, abseits oder bei irgendwelchen strittigen, aber wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, das ist ein ganz normaler Pass und da wickst du den aus 16 Metern rein, dann werde ich, glaube ich, trotzdem probieren, immer weiter zu jubeln, weil ansonsten würde auch so ein bisschen diese Emotionsdynamik im Block. Ja, also das ist ja dann total. Wenn da jeder rumstehen würde und dann, weil dann hast du ja diese Emotionen, die verzögern sich auch und sind dann auch nicht mehr so krass, wie bei so einem, wenn du direkt mit allen zusammen beim Tor jubelst. Und das wäre fatal, ehrlich gesagt. Ja, also weißt du, stell mal vor, Marvin, als wir in Nürnberg waren und Gacinovic, wo er das 1-0 gemacht hat, Seferovic, stell mal vor, wir hätten da erst noch mal kurz gestanden und hätten gewartet, sondern dann wäre dieser Moment, den wir da zusammen hatten, das würde ein paar Momente echt töten. Also so. Auf jeden Leute, Fall. Ganz kurz nochmal wegen dem Videobeweis. Die Szene fand es sehr erschreckend, dass der Linienrichter das Abseits nicht gesehen hat. Genau, also, warum muss man da überhaupt sein? Das ist eigentlich ein klares Abseits gewesen, dass der die Fahne nicht hebt, ist eigentlich Skandal. Und noch schlimmer finde ich, der Videobeweis hilft dann in so Situationen, wo es einen groben Fehler vom Schiedsrichter gibt. Jetzt gibt es aber doch wirklich, der Videobeweis soll ja eigentlich dann auch dafür helfen, knifflige Situationen zu klären und so weiter. Finde ich dann super schwierig, weil auch wenn diese Linien da reingelegt sind und so weiter, da brauchen die ja, keine Ahnung, 3 Minuten, 4 Minuten, um dann wirklich zu gucken, oh ja, der war jetzt mit der Fußspitze im Abseits. Wenn das dann so weit kommt, dann kotze ich natürlich komplett ab. Wenn das nochmal so eine kurze Kontrolle ist und so ein klarer Fehler, was wirklich dann müssen sich die Schiedsrichter und die Linienrichter aber auch an die eigene Nase fassen, weil das war eine super schlechte Leistung, das nicht zu erkennen. Oh ja. Aber wenn es nur für so Situationen ist, weiß ich nicht, ob wir das brauchen oder ob wir nicht einfach sagen müssen, Leute, ihr müsst ein bisschen besser geschult sein, ihr müsst mehr auf der Linie stehen, ihr müsst ein bisschen, brauchst du einfach dann eventuell auch bessere Schiedsrichter, muss man wirklich sagen, und nicht dann noch einen Videobeweis, der im Endeffekt so klare Situationen ausmacht. Also es ist schon, muss man einfach gucken. Also das war jetzt eine klare Situation, wir haben davon profitiert, weil sonst wäre ja, da hätte man uns wieder tagelang drüber aufgeregt, dass wir so ein Scheißspiel dann auch noch 1-0 verlieren, nur weil die Pflaume nicht die Fahne hebt an der Seite. Aber ja, genau. Das Ding ist, andere Punkt. Habe ich das richtig verstanden, dass es in 5 von 9 Stadien diese paar technische Fehler gab, wo diese Abseitslinie gar nicht funktioniert hat? Irgendwann? Ja, hast du richtig verstanden. Das finde ich zum Beispiel auch eine Sache. Ich weiß nicht ganz genau, also eigentlich würde ich denken, dann, wenn das in einem Stadion nicht funktioniert, müsste das eigentlich in allen nicht funktionieren, weil da kriegst du trotzdem, das ist ja auch eine Art Wettbewerbsverzerrung. Stell dir mal vor, zum Beispiel irgendwie in einem einen Stadion funktioniert es, im anderen nicht. Und der eine Verein kriegt seine Fehlentscheidung irgendwie korrigiert und andere dann doch nicht. Also das, für mich sind da zu viele Variablen drin, die irgendwie, glaube ich, für echt viel noch mehr Unmut sorgen würden als vorher sowieso das schon mal. Ist noch nicht ausgereift, das bin ich voll bei dir, ja. Also da gab es ja auch war das heute oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, gab es ja eine Wortmeldung dazu von Helmut Krug, der ja entsprechend der Verantwortliche in Deutschland für die Einführung von diesem Videobeweis ist und der eben ja auch genau das, was du gesagt hast, auch nochmal gesagt hat, dass man die Technik da in den Griff kriegen muss, weil man ansonsten eben Alternativlösungen braucht oder halt eben diese ganze Pilotphase dann auch sehr schnell beendet ist, weil wenn die Technik nicht funktioniert, das halt auch am Ende des Tages einfach alles nichts bringt. Ich glaube, wir müssen dem Ding einfach aber auch noch so irgendwie so 1-2 Spieltage geben, aber ja, das Ding sollte sitzen, weil am Ende des Spiels hast du dann nachher 2 Entscheidungen damit korrigiert und hast das ganze Ding irgendwie vollkommen falsch, in eine falsche Richtung gedreht, weil die Technik nicht stimmt. Das kannst du am Ende halt auch nicht sein, ja, also. Es soll ja jetzt kein Schiedsrichter und so weiter Podcast sein, dementsprechend nur eine Frage noch, weil das mich schon die ganze Zeit gewundert hat. Hauptprobleme war doch zur Konferenz am Samstag, da hat anscheinend sehr viel überhaupt nicht funktioniert. Gibt es denn einen Video Assistant Referee mit seinem Team, die alle Spiele angucken? Oder gibt es für jedes Spiel dann einen eigenen Video Assistant Referee, der in einem extra Raum und so weiter sitzt? Und wie funktioniert das denn eigentlich? Wie machen die das denn? Wie ist das denn? Das ist eine gute Frage. Also was ich weiß, ist, also was ich von Colinas Erben, was ein richtiger schiedsrichtiger Podcast ist, da kann man zum Zweifelsfall nochmal nachhören, verstanden habe, dass zumindest alle ehemaligen Schiedsrichter, also die jetzt
zur letzten Saison aufgehört haben, dieses Jahr als Videoschiedsrichter fungieren. Und so wie ich es verstanden habe, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, gibt es eben einen oder zwei für diese Spiele. Und das war ja wohl auch so ein bisschen das Problem, dass eben diese Glasfaserleitungen, die quasi aus dem Stadion von den Kameras da hingehen, eben bei diesen 5 Stadien überlastet waren und deswegen eben diese Kalibrierung von diesen Abseitslinien nicht funktioniert hat. So Hawkeye-Technik, genau. Genau, ja. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher, ob das von der Anzahl der Schiedsrichter so ist. Da könnten wir im Zweifelsfall die Jungs von Colinas Erben nochmal befragen oder das nochmal irgendwie nachreichen, aber das ist zumindest mein Verständnis davon. Okay. Naja, gut. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir da erstmal einen Haken dran, weil es bringt ja jetzt auch nichts, da noch weiter drüber zu sprechen. Wir müssen auf jeden Fall dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit geben, aber wir haben auf jeden Fall ein skeptisches Auge drauf, denn es zeigt sich, es ist noch ein bisschen wackelig. Ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit einspielen wird. Für mich ist halt das größte Problem, wenn dadurch die Emotionalität verloren geht, weil ich nie sicher bin, ob das jetzt ein Tor war oder nicht. Also ja, denke, das wäre fatal. Das wäre echt fatal. Dann lass uns das Thema abhaken und zu einem definitiv Thema mit mehr Emotionen kommen. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen ausführlicher über dieses Thema Verpflichtung Kevin Prinz-Boateng mit euch sprechen. Wir hatten da ja auch letzte Woche ein kurzes Video dazu, was auch extrem gefeiert worden ist auf YouTube. Also so viele Abrufe und Kommentare hatten wir noch nie. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, den Link dazu packe ich jetzt hier in die Shownotes, dann könnt ihr das nochmal nachschauen. Was mir aufgefallen ist oder was wahrscheinlich jedem von euch aufgefallen ist, was mich extrem verwirrt hat, war die Art und Weise, wie er gerade auch in Freiburg polarisiert hat. Er ist in der 67. Minute eingewechselt worden und ist direkt ausgepfiffen worden. Ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie die Pfandflasche in den falschen Eimer geschmissen hat oder was da gewesen ist, aber da gab es doch keinen Grund zu. Also kann mir das einer von euch erklären? Ich habe auch gerätselt, weiß ich nicht. Also irgendwann sind wir in der Gruppe, mit der ich geschaut habe, bei der Begründung gelandet, dass sie vielleicht das nicht vergessen haben, was Herr Ballack angetan hat, in Anführungszeichen. Oder dass es um die Äußerung ging, dass er ungern in Freiburg spielt, weil es ein kleines Stadion ist und irgendwie unangenehme Gegner. Irgend sowas, keine Ahnung, aber ansonsten wüsste ich es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, warum er dort ausgepfiffen uns von diesem ach so fairen Freiburger Publikum. Aber ich glaube, das bockt ihn nicht, ehrlich gesagt. Mich auch nicht. Was ich viel schlimmer finde, werde ich später noch ansprechen, was die Bewertung von den Herkunftsländern der Eintracht-Spieler betrifft. Das das ist auch ein wichtiges Thema. Das hatte ich fast vergessen, in die Liste zu schreiben. Ja, genau, machen wir gleich. Nee, aber gut, bei Boateng, ich habe ja zu Boateng eigentlich schon alles gesagt, glaube ich. Ich glaube, meine Meinung ist jetzt hier bekannt. Okay. Ich bin sehr begeistert, dass er hier ist. Und erwarte ihm ehrlich gesagt ziemlich viel, weil er genau dieser Spieler ist, wenn ich mir einen hätte aussuchen können tatsächlich. Ich habe ja, als die Meldung rausging, dass er seinen Vertrag mit Las Palmas aufgelöst hat, habe ich sofort getwittert, boah, da ist doch der Fabian Ersatz. Habe das zu dem Zeitpunkt aber nicht ernst gemeint. Ich habe gedacht, das ist ein Spieler, der bewegt sich außerhalb unserer Sphären, zumal er ja scheinbar bei Las Palmas einigermaßen die Kurve gekriegt hat im Vergleich zu seiner Schalker Zeit. Aber ich gehe da gut, der Wechsel, was weiß ich, gehe nach Florenz oder zu so einem Mittelklasse-Verein mit Europa-Ambitionen. Dass er jetzt bei uns gelandet ist, finde ich einigermaßen spektakulär. Ich war vorher schon ein großer Fan von ihm. Und ich will natürlich die Erwartungen gar nicht zu hochschrauben, weil da kann ich nur enttäuscht werden. Und ich habe natürlich auch schon in unserem kleinen Video gesagt, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass so eine 40%ige Chance besteht, dass die Nummer schief geht und der sich verletzt und oder stunk macht, weil irgendwie was passiert. Aber als Eintracht Frankfurt musst du das Risiko in Kauf nehmen, weil die Chance auch besteht, dass du einen geilen Spieler kriegst. Und wir haben es ja auch alle schon gesagt, glaube ich. Mhm. Wenn einer den hinkriegen sollte, dann ist das Niko Kovac. Und deswegen, es könnte perfekt sein, weil er genau dieses Mosaik ausfüllen würde, was ich in Freiburg vermisst habe, dass er quasi für Kamada spielt und dann bist du mit Allaire und Boateng, hast du schon eine massive Präsenz da vorne mit zwei Leuten, die zwar bullig und präsent sind, aber du nicht diesen Trade-off haben musst, wie zum Beispiel bei einem Bobadilla oder sowas, dass die dann nicht kicken können, sondern das sind auch noch zwei, die können richtig gut Fußball spielen. Und wenn Allaire dann irgendwie auch noch so beweist, dass er vielleicht einen Torinstinkt hat und Boateng für die besonderen Momente, plus De Guzman und Gacinovic dahinter. Ich sag's ganz ehrlich, dann finde ich, dann gehört das für mich zu, weiß nicht, Top 5, 7, 6, 7, 8 der Bundesliga, ehrlich gesagt.
4-3. Ich will noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückkehren, den der René eben angesprochen hat. Sorry, wir können jetzt natürlich jetzt noch mal großartig über Boateng an grundsätzlich sprechen, aber ich muss sagen, ich finde die Tatsache, dass er da ausgepfiffen wurde, fand ich mega daneben. Was ist los mit euch? Ja? Also ich meine, was wollt ihr, Freiburger? Ich meine, ihr seid in der ersten Runde Pokalrunde ausgeschieden, habt wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, und dann kommt mal so ein internationaler Star, ich weiß, ist man vielleicht da nicht gewohnt, ja, und dann wird er ausgepfiffen. Also macht mal hier halblang, ja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, vielleicht hat er das Auto falsch geparkt, ja, vielleicht hat er keine Biomate getrunken, irgendwas, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ging es mir mega gegen den Strich. Hätte mich eigentlich gefreut, dass der Boateng da nochmal ein Tor gemacht hat. Ich fand die Präsenz, die er dann gleich gezeigt hat, war allererste Sahne. Wir werden uns im Rückspiel sehen und vielleicht zeigt dann Boateng, was er zu Hause so drauf hat. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen mega daneben, es gab ja keinen Beef, weißt du, hätte er davor irgendwie mal drei Freiburger weggewatzt oder so, oder wäre der SC Freiburg der Michael Ballack Memorial Club, kann ich das alles verstehen, ist aber nicht der Fall, ja. Gibt keine Berührungspunkte und das ist halt so ein, ja, also ich will jetzt nicht noch weiter über den SC Freiburg sprechen, gibt auch viele gute Leute da, aber wie gesagt, ein voran der Trainer, aber trotzdem, fand ich mega daneben und machen wir halblang jetzt hier. Ne? Finde ich auch. Basti hat also ja schon gesagt, er ist hoch euphorisiert und freut sich auf den. Marvin, du warst letzte Woche noch so ein bisschen unentschlossen. Hat sich daran jetzt was geändert oder bist du immer noch auf dem Punkt? Also natürlich ist es immer ein Wabonspiel, hat ja Basti eben schon gut dargelegt. Für mich besteht auf beiden Seiten die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Aber ich denke, man sollte ihm die Chance einfach erstmal offerieren und sollte sagen, du bist hier, wir schauen, wie es mit dir funktioniert. Und er ist ja bemüht. Guck dir an, was in den Interviews passiert ist, bei seiner Vorstellung. Es wird schon versucht, ihn so darzustellen, dass er, ich will jetzt nicht sagen, der reuige Superstar, aber schon so der Typ, der mit Bock hierher kommt, der sich kommunikativ zeigen will. Das Wichtigste ist dann, dass er es auf dem Platz dann ähnlich macht, in einer gewissen Qualität. Aber ich denke, man sollte ihm einfach diese Möglichkeit mal geben und ich denke, das müssen wir ihm alle einräumen. Ich will nicht den Stab über ihn brechen, bevor er nicht zumindest ein halbes Jahr hier gespielt hat. Und ich hoffe eigentlich, dass er sich durchsetzt, denn die Sache ist ja die, er hat ja die Qualitäten, er hat ja wahrscheinlich die höhere Qualitäten als drei Viertel des Kaders der Frankfurter Eintracht oder noch mehr. Und ich denke, vielleicht kann Kovac die rauskesseln. Deswegen, ich bin erstmal grundsätzlich positiv, weiß aber um die Gefährlichkeit des Ganzen. Aber für eine Saison kann es erst recht funktionieren. Das hat ja damals mit Rebic auch funktioniert. Und vielleicht wird er bei uns ins Tal der Glückseligkeit schießen. Ja, das heißt, hast du mit Rebic da schon was angesprochen? Ist ja auch so ein bisschen unter einer ähnlichen Voraussetzung, was Basti gerade eben sagte. Dass das ja auch so ein Spieler ist, wo man eben gesagt hat, Kovac ist derjenige, der es schafft, den Spieler so ein bisschen auf Linie zu bringen. Jetzt hat man so zwischen den Zeilen und an so manchen Beiträgen irgendwie lesen können, dass wohl auch der Grund, warum man Rebic nicht verpflichtet hat, wohl auch daran gelegen hat, dass er durchaus immer mal so ein bisschen lustlos war und dass das so ein Punkt gewesen ist, was Kovac gestört hat. Jetzt hatten wir als Feedback unter dem eben angesprochenen Video auch von einem Schalker-Fan den Hinweis bekommen, dass das auch so eine Eigenschaft ist bei Boateng, der auch gern einfach mal so ein bisschen faul im Training sein kann und dann konditionell nicht so ganz auf der Höhe ist. Denkt ihr, das könnte irgendwie ein Problem werden oder glauben wir da jetzt erstmal dran, dass das alles funktioniert und das Profi ist? Ehrlich gesagt bin ich da total bei Marvin, auch wenn er da ein bisschen Gegenwind bekommen hat. Schalke ist auch eine andere Situation. Da haben es auch Spieler nicht gepackt, die vielleicht auch trotzdem andere Qualitäten haben. Da ist aktuell ein Max Meyer irgendwie unterm Radar. Hövedes selbst kriegt jetzt da Probleme. Bei Schalke glaube ich trotzdem, dass man solche Sachen, wenn es mit Boateng schief geht, mit Sicherheit nicht zu 100% dem Spieler zuschieben kann, sondern das Schalke-Umfeld hat so viele Trainer verschlissen. Da sind Spieler ausgetauscht worden, die es da doch nicht gepackt haben. Geiss ist jetzt ein bisschen dort untergegangen. Du musst auch schon sagen, dass in Schalke so viel Unruhe ist und wenn du dann einen Trainer wie Jens Keller hast, der seine Mannschaft nicht im Griff hat, wo Boateng sich im Spiel dazu bemüht, sich für die Taktik zu ändern, weil er das Gefühl hat, dieser hilflose Typ da draußen kriegt es nicht gebacken. Und dann hast du in Schalke natürlich auch eine Presse, die in alle Richtungen ausschlagen kann. Klar ist Boateng kein einfacher Typ, das wissen wir, glaube ich. Weiß er wahrscheinlich auch selber. Und man muss ihm trotzdem die Chance lassen, das zu ändern. Ich glaube aber, dass es kein Maßstab sein kann, ein Spieler, der sowieso ein bisschen schwierig ist, daran zu bewerten, wie es mit ihm auf Schalke gelaufen ist. Weil wir haben es ja schon gesagt, wir wissen um die Schwierigkeit an gewissen Stellen von solchen Spielern wie Rebic und Boateng. Aber ich habe ja dazu gesagt, wenn jetzt hier Armin Fee Trainer wäre,
dann würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, ach du liebe Zeit, die prügeln sich wahrscheinlich bald. Oder Friedhelm Funkel oder so. Es gibt ja Trainer, die haben für solche Spieler gar kein Verständnis. Also die ordnen alles der Disziplin unter. Und wenn er einmal fünf Minuten zu spät zum Training kommt, dann wird hier ein Hallas gemacht. Und dann lässt Fee hat ja auch Spieler ganz schnell fallen lassen zum Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, Kovac ist jemand, der trotzdem erstmal einen positiven Ansatz will. Ich glaube trotzdem, dass er jedem das Gefühl geben will, dass er zur Mannschaft gehört. Ja. Der wird auch den Prinz einbremsen, wenn er das Gefühl hat, der übertreibt. Und ich glaube aber, dass Kovac einer ist, der diesen Prinz dann auch erreichen kann. Ja. Und nicht so wie andere Pädagogen, die das dann auf so eine harte Schiene machen wollen. Und ich lasse ihn jetzt links liegen. Du hast ja gesehen, wie Kayo, wie es mit dem umgegangen wurde. Du kannst einen, so einen Spieler kannst du leider nicht dieselben Maßstäbe setzen wie einen zuverlässigen deutschen Spieler, der seinen Arbeitsethos irgendwie schon von selber mitbringt. Aber meine Güte, ich glaube, dass bei Boateng es allemal wert ist, dass Kovac so ein bisschen sich auf ihn einlässt und auch, glaube ich, besser weiß, wie er tickt. Ich glaube, bei so Spielern kommt es auch ganz krass auf die Ansprache an. Ich glaube, so ein Spieler, wenn du richtig mit dem redest, dann würde der alles für dich tun, glaube ich. Wenn du den aber natürlich die ganze Zeit abfuckst und denkst, du kannst mit irgendwelchen alternativen, konservativen Erziehungsmethoden den irgendwie zu einer Leistung drängen, der wird dann aber bockig, dann kann es auch nach hinten losgehen. Das ist die Gefahr, die du bei Boateng hast, aber ich sehe die im Binnenverhältnis zwischen Kovac und Boateng, sehe ich die ehrlich gesagt gerade gar nicht. Kann natürlich aber auch sein, dass ich durch meine Euphorie so ein bisschen blauäugig bin gerade. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, wenn ein Boateng ein einfacher Spieler wäre, der fleißig wäre im Training und auch noch die ganze Saison konditionell fit und überhaupt nicht irgendwie mal anfällig auch mal für ein paar Spieler auszufallen, da hätte man es natürlich niemals leisten können. Dann würde er hier nicht bei der Eintracht spielen, Leute. Wir müssen auch immer mal realistisch bleiben. Wir haben hier einen super Fall, weil der Spieler hat Qualitäten, die uns gefehlt haben, nämlich ein super, technisch ist der wirklich richtig gut. Wenn er ein bisschen, wenn er von der Fitness her kommt, kann der auch bullig die Zweikämpfe gehen und so weiter. Das ist eine Position, die wir lange Zeit hier ja, ich spreche euch doch genauso, was ihr auch jetzt schon gesagt habt, wieder aus der Seele, wenn ich sage, meine Güte, endlich mal wieder einer, der Präsenz auf den Platz bringt. Endlich mal wieder einer, der richtig ein Arschloch auch auf dem Platz sein kann und so weiter und so fort. Sowas brauchst du, das braucht das Gefüge und es darf natürlich jetzt nicht ausufern, dass der da sitzt und säuft und raucht auf dem Platz und die anderen laufen die Runden, aber so geht, das ist ja alles auch immer riesig dramatisch dargestellt. Er wäre sicherlich nicht durch einen Fitnesstest gekommen, wenn er total, überhaupt keine Kondition hätte und wäre total verletzungsbedingt jetzt schon ein Problem. Da ist, denke ich, schon auch jetzt ein gewisser Sicherheitsmechanismus drin. Klar, er wird wahrscheinlich auch uns bei uns die 3 Jahre Vertrag, die wird er wahrscheinlich nicht erfüllen. Ob er dann auch uns hinten raus noch helfen kann, muss mal gucken. Aber wenn er uns doch jetzt 1, 2 schöne Saisons bereitet, wo er, sagen wir mal, 20 Spiele spielen kann auf wirklich einem hohen Niveau, und dann auch noch eventuell diese entscheidenden Szenen, Basti, du hast vorhin angesprochen, dann auch mal die Eier hat, so einen Scherenschuss zu machen oder mal ein Ding zu nehmen, wo jeder andere sagt, oh Gott, was macht denn der da? Die Dinger gehen dann am Ende rein und wir feiern ihn alle. Es ist doch geil, es ist doch wirklich cool, dass wir jetzt mal jemanden haben, der vielleicht auch charakterlich jetzt nicht der liebe Sohn ist, der sagt, ach herrje, Kölle, ich bin hier aber jetzt motzfleißig und versuche irgendwie volle Leistung zu bringen. Nein, wir haben jetzt hier mal einen Arsch und den brauchen wir auch und dementsprechend, ich bin super happy mit der Verpflichtung. Ich denke auch, dass er uns einen guten Schritt weiterbringen wird, diese Saison auf jeden Fall. Guter Punkt. Und gerade dieses Moment der Genialität, den Basti hier schon angesprochen hat, Dennis eben nochmal weiter ausgeführt hat, das ist etwas, was uns im Spiel zum Vorteil gereichen kann. Und den haben wir jetzt wieder. Fabian ist ja genauso ein Spieler, von dem haben wir noch nicht ganz so viel gesehen wie bei Boateng, aber auch ein Spieler, der diese theoretischen Fähigkeiten hat. Und dass wir so ein Element einfach bei uns im spielerischen Konzept haben, ist sehr viel wert. Und da gehen Dinge daneben, aber passieren auch Dinge, die dann vielleicht funktionieren. Und sowas brauchst du, diese Unwägbarkeiten des Fußballs. Und deswegen bin ich auch erstmal positiv. Ich denke, wir sollten alle auch erstmal schauen, wie es läuft. Und wenn es dann trotzdem nicht funktioniert und nach 10 Spielen merkt, es verläuft nicht und trabt dann nur noch faul hinterher, können wir uns immer noch beschweren. Gut, dann würde ich sagen, haben wir dazu jetzt auch erstmal alles gesagt. Wir werden das Thema weiterhin im Auge behalten. Und dann gab es da noch dieses andere Thema an diesem Spieltag, was Basti gerade eben schon angesprochen hat. Ich nehme an, du meinst diese Aussage zur Eintracht-Startaufstellung, wo man sich irgendwie beschwert hat oder angemerkt hat, dass ja kein einziger deutscher Spieler da wäre. Ach, da will ich echt nicht drüber sprechen. Wollen wir da drüber sprechen? Ja. Das ist ganz ehrlich, das geht mir so auf die Eier, das hat ja letzte Saison ein bisschen schon angefangen und wenn ich das höre, das würge ich auch sofort ab. Ich habe ja viele, mittlerweile begegnen mir auch viele Leute im Café, wenn da Leute reinkommen, dann würde ich die am liebsten gleich wieder rausschmeißen, ehrlich gesagt, wenn ich das machen könnte. Also, du hast diese was soll das?
was soll, dass es überhaupt diskutiert wird. Also mir hat es gefallen, als das diskutiert wurde auf eine positive Weise, dass die Eintracht quasi ein gutes Beispiel ist und dass das zur Stadt passt. Da habe ich das Gefühl, ja cool, das läuft in die richtige Richtung. Jetzt fangen die Leute hier an, ja, das ist ja wie Energie Cottbus, da steht halt Deutsche auf dem Platz, bla, wo du denkst, boah, bitte. Das habe ich gar nicht so, ich hätte gar niemals gedacht, ehrlich gesagt. Und die Allerschlimmsten sind ja die, die das auch noch an der Hautfarbe festmachen, dass die Eintracht viel Dunkelhäutige gespielt hat. Ganz ehrlich, damit will ich eigentlich gar nichts tun haben. Das sollten wir auch gar nicht so ausführlich hier besprechen, weil das völliger Schwachsinn und Bullshit ist. Ich wollte nur anmerken, dass mir das krass auf den Sack geht, weil ich mir denke, ganz ehrlich, das ist doch geil, wie diese Mannschaft funktioniert hat. Auf dem Platz. Und das sind, im Endeffekt ist mir auch egal, aus welchem Land die kommen, weil ich habe es schon mal gesagt, das sind, wenn die hier für uns spielen, sind das im Endeffekt Frankfurter. Also das ist ja, wie gesagt, das passt super zur Stadt und ich feiere das krass und eigentlich feiert das auch jeder Eintracht-Fan. Ich verstehe gar nicht diese, wie da überhaupt nur eine ansatzweise eine Diskussion entstehen kann, verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde ja einfach, Eintracht macht Jahr für Jahr, probiert das Beste rauszuholen aus dem Kader, aus den Möglichkeiten. Und das ist jetzt das, was dabei rauskam. Ist doch scheißegal, die sind am Adler auf der Brust und genau das ist das, was zählt. Wenn sie da Leistung abliefern, ist doch alles komplett irrelevant. Aber man merkt natürlich ein gewisses Ressentiments, das ist ganz klar. Das sind auch Zeichen der Zeit, die sich hier irgendwo bemerkbar machen. Aber ich denke, der Eintracht ist am besten einfach daran gelegen, wenn sie die Antwort auf den Platz gibt und die Kritiker auch verstummen lässt. Es gab immer übrigens heißt Inter Mailand nicht ohne Grund Inter Mailand, ja, die haben dieses Konzept übrigens über schon viele, viele Jahre gefahren, ja, und da ist auch keiner gestorben, nur mal als Beispiel, ja, und die sind auch erfolgreich gewesen. Also ich meine, hat alles ein Konzept und bei der Eintracht ist es jetzt so und außerdem kein deutscher Spieler, ist natürlich auch totaler Unsinn, ne, also ich meine, Chandler, Boateng und Da Costa, die sind alle in Deutschland geboren, ja, spielen vielleicht für andere Nationalmannschaften, zumindest bei Chandler oder Boateng. Boateng hat ja, können wir 5 Stunden drüber sprechen, ja nochmal andere Gründe. Chandler halt, weil er US-amerikanischen Vater hat, ja, aber trotzdem. Und es ist halt, was sie sagt, sind Frankfurter Jungs und Leute, wenn ihr keine Probleme habt, sonst, dann lasst uns doch einfach in Ruhe damit und guckt halt keinen Fußball oder was weiß ich, guckt euch rein deutsches Hallenhalmer an, ey, was ist los mit euch? So, also ich bin's müßig. Ich denke, ja, 2017 Frankfurt ist die fucking internationalste Stadt in Deutschland. Ich bin da stolz drauf, wir leben mit allen Wägbarkeiten, Unwägbarkeiten und das tun wir hier in einer relativen Sicherheit, Freiheit und Friedlichkeit. Ja, und wenn wir das auf den Platz bringen, ist es doch auch geil. Also insofern, wer, wenn nicht wir, sind dazu angetreten, um das zu beweisen, dass die Sache hier funktioniert. Und jetzt ist Ruhe im Karton. Damit ist bei dem Thema Ruhe im Karton und dann hätte ich jetzt gerne in einem anderen Thema ein bisschen weniger Ruhe. Marvin hatte gerade eben angesprochen, die Eintracht versucht seit von Jahr zu Jahr ihre Leistung zu verbessern und ich hatte euch ja schon angedroht, dass ich gerne einen Tabellenplatz-Tipp von euch hätte und jetzt will ich hier nicht irgendwie so ein Wischi-Waschi zwischen Platz 5 und 17 ist alles. Ich will jetzt einen Tabellenplatz von euch hören. Basti. Ich sag, die Eintracht wird 10. Marvin? Irgendwas zwischen 9 und 11. Ich sag mal 11. Du sagst 11, ich sag 12. Dennis? 7. 7. Hervorragend. Ja. Geiler Typ. Ein bisschen überrascht hat mich das Feedback unserer Hörer. Da hatte ich ja auch so eine kleine Umfrage gemacht. Da haben jetzt nur knapp 100 Leute mitgemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele davon Scherz waren oder nicht. Ich schmeiße den Link nochmal rein. Ihr könnt also das Ergebnis doch korrigieren. Aber da sehen etwas mehr als 25% der Leute, die mitgemacht haben, die Eintracht tatsächlich auf Platz 18. Auf Platz 18? Oh, okay. Was von unseren Hörern? Okay. Das ist okay. Ja, etwas scheint man falsch zu machen mit der Unsere Euphorie. Hörer haben uns auf... Nee, die Eintracht am Ende der Saison auf Platz 18. Fand ich ein bisschen erschreckend. Also ich würde fast sagen, ich glaube ganz ehrlich, durch das Video gab es bestimmt so ein paar findige Schalke-Fans, die sich beleidigt gefühlt haben und haben so in irgendeiner Subgruppe bei Facebook gepostet. Irgendwie lauter übermotivierte 14-Jährige, die uns dann wahrscheinlich downgegradet haben. Da ist die Abgabe der Tabellenplatzierung wirklich interessant, wann die abgegeben wurde. Es kann ja auch sein, dass das in der Phase noch abgestimmt wurde. Die Umfrage ist ja schon lange relativ
relativ lange online, als wir noch sehr pessimistisch auch waren, oh je, die Verpflichtungen, mal gucken, wie das so läuft, und war ja auch sehr medial, die Sachen etwas, ja, ich sag mal, haben sich ja nicht so klar dargestellt, und jetzt die zwei Spiele haben uns ja doch ein bisschen in die richtige Richtung gerückt. Also ich denke, der ein oder andere Hörer könnte sich ja mal melden, wenn er Platz 18 gewählt hat, wie er das heute sieht. Aber genau, ist doch geil. Und auch so ein bisschen, mich würde dabei nicht nur interessieren, wie er das heute sieht, sondern auch, was der Grund war, warum er oder sie das damals so entschieden hat. Das würde mich auch an der Stelle sehr interessieren. Also von daher der Aufruf an euch da draußen, schreibt uns in die Kommentare auf Facebook, Twitter, per E-Mail, wo auch immer. Das würde uns echt mal interessieren, was euch zu dieser Entscheidung bewogen hat und wie ihr das heute seht. Ich glaube, da tut sich doch im Laufe dann doch noch ein bisschen was. Und wir sind uns ja relativ einig, irgendwo so gesichertes Mittelfeld. Dennis gibt den Traum mit Europa noch nicht ganz auf, das finde ich gut. So sieht's aus, genau. Träumen ist erlaubt, mal gucken, wer von uns am Ende der Saison recht behat. Träumen muss Dennis auch, weil er hatte ja reingeschrieben, dass er ein bisschen unzufrieden ist mit Sky. Oh, es war so grauenvoll wieder. Ich weiß nicht, ob es, aber ich hatte das auch in verschiedenen Gruppen geschrieben. Bildaussetzer, dann Tonaussetzer, dann haben sie doch irgendwann den Moderator oder Kommentator gewechselt. Was war denn da los? Nachfragen. Das habe ich mir auch, also das war ein Kuriosum, was ich habe auch schon gedacht, beim Fußball hat man mittlerweile alles gesehen, aber so in der 22. Minute sagt, liebe Zuschauer, ich muss weg, ich muss nicht so was. Wurde das aufgeklärt? Also ging es denen nicht gut? Oder? Ich weiß nicht, was da los war. Also es war definitiv sehr, sehr, sehr skurril, und Das war einfach nur sehr unprofessionell wieder. Also keine Ahnung. Da habe ich mich aber auch gefragt, wo der Marc Hindelang, haben die da scheinbar wirklich Ersatz dann oder was? Also haben die dann einen, falls was ist, hier, du bist heute der Backup-Kommentator. Oder der wurde irgendwo anders zugeschaltet und saß gar nicht auf der Tribüne oben mit dabei. Ich glaube, die sitzen nicht mehr in der Tribüne, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sky, sind alle gar nicht mehr im Stadion. Also aha, ich glaube, okay, das wusste ich jetzt nicht, okay. Ja. Also ich glaube, die wenigsten sitzen da noch im Stadion, also so wie ich das verstanden habe. Letzte Saison war das, glaube ich, noch so, aber das hat die Saison sich geändert. Du hast ja immer letzte Saison noch diese Interviews gehabt vor dem Spiel, wo du dann den Kommentator auch gesehen hast, wir da saßen. Ja. Aber dieses Mal meine ich, dass ich gesehen habe, dass die alle in dem Studio saßen, wo Jessica Kastrup dann bei der Konferenz zum Beispiel auch zu jedem hingespaziert ist und irgendwie ihn vollgelabert hat. Mhm. Ja, Sky ist ein heikles Thema. Ich finde, dass mit Dahlmann und Buschmann ist es schon teilweise nicht so einfach zu ertragen. Aber das ist mir auch aufgefallen. Und falls ein Hörer weiß, was da geschehen ist, ich würde es gerne wissen. Ich hoffe, nichts Schlimmes, aber ich fand es trotzdem einigermaßen kurios, als er gesagt hat, so, liebe Zuschauer, ich bin da mal weg, mach's gut, schau. Wo er gesagt hat, hat er hingebrochen oder was ist mit dem? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass was Freudiges ist, dass er vielleicht Vater geworden ist oder so. Nee, aber eigentlich hat er doch gemeint, es gäbe Tonprobleme, also irgendwas, ich weiß es auch nicht. Es war sehr skurril, also heute ist die ultimative Mitmachshow. Wir haben euch eben schon dazu angeregt, dass ihr uns eure Meinung sagt, warum ihr jetzt die Eintracht auf der 18 oder woanders platziert, und jetzt müsst ihr uns auch noch sagen, was da genau war. Wenn wir das alles schaffen, dann machen wir in der nächsten Woche ein Fass auf. Ja. Und nur um das klarzustellen oder ihn da zu schützen, Richard hat gesagt, er ist nicht dran schuld, die Umfrage manipuliert zu haben. Also von daher, das Thema haben wir schon mal direkt ausgeschlossen. Gut, wenn wir schon bei dem Thema Manipulation sind, da kommen wir unweigerlich nach vorne, und zwar zu Wolfsburg. Und das ist ja Bastis neuer Lieblingsverein. Ganz frisch sogar. Ganz, ganz frisch. Und gegen die dürfen wir ja am Samstag ran, die ja auch noch so ganz ohne Punkt sind. Und da ist dann schon ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel. Zum einen, weil wir die Punkte dringend brauchen, aber auch weil Wolfsburg die mit Sicherheit braucht. Und es ist das erste Heimspiel für uns. Das heißt, es wird eine grandiose Stimmung sein. Ich könnte jetzt die Frage nach der Aufstellung stellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mit der ähnlichen Aufstellung in das Rennen gehen werdet, wie wir es am vergangenen Wochenende gesehen haben. Oder gibt es da komplett Kamada andere Meinung? Vorne vielleicht Kamada. Ohne Kamada. Tauschen, mhm. Ne. Ja. Ja, okay. Oder halt Hagota, wenn Boateng für 90 Minuten noch nicht zu haben ist. Aber also ganz ehrlich, warum sollte der nicht für 90 Minuten zu haben sein? Der hat ja in Las Palmas auch gespielt. Also fit wird er ja wohl sein. Und ich glaube, Hagota ist gerade so ein bisschen out of scope. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass Kovac es auch gut gemacht hat, dass er Boateng nicht direkt gestellt hat, weil es auch kein gutes Zeichen an die anderen Spieler gewesen wäre. So von wegen, hier kommt einer, der hat noch nicht einmal trainiert, der spielt jetzt sofort. Sondern der gibt der Mannschaft wenigstens das Gefühl, dass Boateng sich das auch erarbeiten muss. Ich glaube aber trotzdem,
dass die vielleicht diesen Hype, der gerade ist, nutzen werden, dass er in der Mannschaftsaufstellung gesagt wird, und dann wird er vielleicht nach 60 Minuten ausgewechselt für Gotha. Ja, aber ich würde mir jetzt wünschen, dass Kamada gegen Boateng getauscht wird und dann haben wir echt eine stabile Truppe am Start. Und ja, das Problem ist, ich bin ja eigentlich immer pessimistisch, aber wie der Mama René hat es gesagt, Wolfsburg steht unter Druck und ganz ehrlich, die haben sich, glaube ich, noch nicht gefunden. Die haben jetzt einen spektakulären Transfer für 10 Millionen Euro Tisserand von Ingolstadt geholt. Die reisen hier mit spektakulären 200 Auswärtsfans wieder an. Die sind, glaube ich, auch noch nicht ganz bei Sinn. Der Trainer ist auch einer meiner Kandidaten, der als erster gehen kann. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt alles zusammennehme und so ein bisschen meine Euphorie nicht bremse, wichst die Eintracht die weg, ehrlich gesagt. Ist es gesichert, dass die nur mit 200 Auswärtsfans kommen? Oder das habe ich auch gelesen, ja, dass 200 Eintrittskarten des Gästekontingents nur verkauft wurden. Ja, dann kommen wir am Ende wahrscheinlich nur 150, weil 50 das dann spontan nochmal irgendwie anders überlegen. Ja gut, das ist halt, es ist im Endeffekt für den Arsch, ne? Aber ich meine, das ist halt die Diskussion, die wir jedes Jahr wieder führen. Ich meine, ja, wir können jedes Jahr darüber sprechen. Manchmal haben die auch sogar ein paar Fans, die mitfahren, aber in der Regel ist es halt eher mau. Und ich meine, es ist ein fucking Samstagsfußball, Fußball-Höchstzeit. Es gibt nichts Besseres. Es gibt keinen besseren Tag, Fußball zu erleben, als Samstag um fucking 15.30 Uhr. Was stellst du sagen? Ist halt einfach so, ne? Natürlich ärgert mich, also mich ärgert es halt im Endeffekt auch. Aber für uns sollte es egal sein. Für uns ist es ja im Endeffekt nur ein Vorteil, wenn die noch weniger Supporter haben. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin relativ optimistisch. Ich habe ehrlich gesagt nicht die, ja, also ich, Wolfsburg ist irgendwie sehr komisch. Ich kann mir momentan überhaupt keinen Reim auf die machen. Ich finde die Verpflichtungen, die da getätigt wurden, durch die Bank weg, komisch, merkwürdig. Ja. Also, dass ein Tisserand für so viel Geld ist, ist total absurd. Was ist los mit euch? Ingolstadt ist immer noch abgestiegen. Habt ihr das nicht mitbekommen oder so? Ja, natürlich hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Also, ne, er hat wirklich keine schlechten Spiele bei Ingolstadt gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer geholt, ganz allein. Also, alles ein bisschen merkwürdig. Ich finde auch die Verpflichtung von, ja, selbst wenn er gut mit 33, Paul Verhaag ist auch mal eine Ansage. Wie gesagt, wir werden es abwarten. Aber Fakt ist, Wolfsburg ist momentan noch nicht so super drauf, wie sie theoretisch sein könnten. Das sollte uns doch zum Vorteil gereichen. Dann machen wir es an dieser Stelle kurz und knapp und ihr dürft dann jetzt noch Ergebnisse tippen. Herr Marvin, wenn Sie sich an Ihrem Geburtstag was wünschen dürften, wie würde das Spiel am Samstag ausgehen? Ich würde mal sagen 2-1. Also nee, wenn ich es mir wünschen würde, dann würde ich sagen lockeres 2-0. Muss ja nicht schon wieder ein Herzkasper haben, ne? 2-0. Mhm. Dennis? Also ich denke, die Abwehr hat mir sehr gut gefallen beim letzten Spiel. Wir gewinnen 1-0. Da warte ich jetzt von Basti aber was Hocheuphorisches. Ich sag, die Eintracht gewinnt 4-0. Das ist euphorisch. So weit habe ich mich nicht hingetraut. Ich sag 3-0. Okay. Aber ganz ehrlich, Leute, die Sache ist ja auch die, Wolfsburg ist eine sehr unausgewogene Mannschaft. Wenn wir uns die angucken, da ist so vieles nicht so ganz passend. Also du hast natürlich mit Gomez jemanden, der ganz vorne im Sturm seinen Mann stehen kann, ganz klar. Die Davi ist ein kreativer Spieler, der natürlich die Fähigkeiten besitzt, ein Ding auch zu entscheiden. Blaschikowski dagegen ist eigentlich jemand, der jetzt immer wieder immer schlechter wird. Hinz zum Beispiel in Position, muss ich sagen, den habe ich einmal jetzt gegen Dortmund gesehen, kann ich mir keinen Reim drauf machen. Und auch der Udo Kai da hinten, da gibt es viele Dinge, die können funktionieren. Aber ganz ehrlich, so ein Udo Kai, so ein junger Dachs, den kannst du verunsichern. Und wenn da so ein brutaler Hammer wie Aller kommt, dann wämmst der den mal um. Und Knoche ist auch nicht der sicherste. Also wir müssen einfach mit einer guten Einstellung in dieses Spiel gehen, denn ich glaube, die Eintracht hat die Möglichkeit, die hier wirklich wegzuwämsen. Da gibt es nichts. Und dann haben wir den vierten Punkt in zwei Spielen geholt. Also gehen wir davon aus, dass wir die drei Punkte holen. Dann ist doch alles mega geil. Ja. Ich glaube, die spielen ja doch mit einem sehr auf Gomez ausgerichteten System. Und wenn du da halt einfach auch konsequent dem auf den Füßen stehst und einfach dafür sorgst, dass da irgendwie nichts hinkommt, dann ist, ich meine, deren Taktik ist ja ganz oft dann einfach auch langer Hafer da vorne auf den Gomez.
dann kannst du da ja schon einiges unterbinden. Und hinten in der Abwehr fand ich die jetzt bei weitem auch nicht sicher. Also von daher. Nein, ist ja klar. Ich meine, guck mal, die haben ja auch viele Verletzte, darfst nicht vergessen. Jeffrey Groomer kann ich spielen. Brooks. Der Brooks, das sind natürlich so Dinger jetzt, Tisserand, keine Ahnung. Ich glaube, der, ob er jetzt gegen uns schon spielen wird, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, selbst wenn, dann ist er ja auch jetzt irgendwie erstes Spiel bei meinem Training. Also von daher. Die haben natürlich jetzt auch kein Glück, ne? Und das ist natürlich für uns aber super. Das ist doch gerade diese Anfangszeit, die wir nutzen müssen, wo Mannschaften noch nicht eingespielt sind. Und gerade so eine Wundertüte wie Wolfsburg, die ich auch echt schwer ausrechnen kann, also hast du jetzt halt noch gute Chancen. Wir müssen das jetzt nutzen und einen Dreier einfahren und bei so einem sonnigen Samstag einfach mal 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja. Sonniger Samstag, 3 Punkte. Das klingt nach einem, perfekt. Nach einem schönen Fußballwochenende. So, dann kommen wir zu unseren letzten Lieblingskategorien, wobei wir die eine überspringen, weil Dummschwätzer haben wir diese Woche keine. Da müssen sich noch ein paar wieder nach vorne schieben. Wir haben nur so die Alteingesessenen und die müssen ja nicht jede Woche her. Von daher gehen wir da jetzt mal drüber. Man kann ihn trotzdem erwähnen, der macht außer Konkurrenz mit. Ich werde es hier nicht aufhören, weil im Endeffekt nur, weil es langweilig ist, weil er immer der gleiche ist. Aber Karl-Heinz Rummenigge hat sich schon wieder vorgetan. Er ist ein unfassbarer, er liefert und liefert. Also er ist unfassbar, was für eine Konstanz er da hat in dieser die Maschine. Der ist tatsächlich, der hat die wieder jetzt, als Leipzig gegen Bayern im Pokal gelost wurde, hat er gesagt, das geht ja eigentlich so nicht. Das ist sehr unglücklich für beide Vereine, dass es möglich ist, so früh zu, wo du dir denkst, Digga, was willst du denn alles noch? Was willst du noch? Also, du willst mehr Geld haben von den Dings, du willst hier, der Vizepräsident vom DFB hat ja gesagt, die Fans oder die anderen Mannschaften sollen für den FC Bayern arbeiten, weil wenn es dem FC Bayern gut geht, geht es auch uns allen gut. Und dann haut er so ein Ding raus von wegen, ja bitte, die wollen jetzt plötzlich Setzlisten wahrscheinlich auch im DFB-Pokal, dass es sicher ist, dass die auch ins Halbfinale kommen. Wo du dir denkst, boah, ey, sei einfach still, bitte. Sei einfach still. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, nominiere ich auch meinen anderen zweiten Freund, Uli H., der irgendwie diesen neuen Bayern-Campus präsentiert hat und so getan hat. Also die Fußballschulen oder Internate ist jetzt, ich habe gedacht, die Eintracht hat es schon spät gemacht. Aber der FC Bayern hat es jetzt noch später gemacht und verkauft das so, als wenn das die Antwort auf die Neymar-Transfer wäre. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein und dann wird kritisiert, dass sie Gelder von Scheichs annehmen und gleichzeitig Katar als Ärmelsponsor nehmen. Haben wir letzte Woche schon besprochen. Mhm. Haben dieses Jahr mal wieder zur Sprache. Ich kann es nicht zurückhalten, deswegen habe ich es jetzt hier schnell gesagt, ohne die zu nominieren, aber trotzdem, man muss auch diese beiden außer Konkurrenz weiterlaufen lassen, weil die jede Woche zuverlässig so ein Bullshit liefern, ehrlich gesagt. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich finde diese ganzen Ärmelsponsor-Angelegenheit im besten Falle unglücklich. Wenn ich ehrlich bin, finde ich die. Ich finde diese doppelzüngig. Also diese Doppelzüngigkeit ruft Probleme bei mir hervor. Und das tut mir auch ehrlich gesagt tut mir das alles leid. Denn ich glaube, viele Bayern-Fans stehen der ganzen Sache auch überaus kritisch gegenüber und sehen das überhaupt nicht so wie die Clubführung. Und ich finde es insofern einfach mega problematisch, dass da so ein Mist gemacht wird und gleichzeitig wird immer versucht, sich reinzuwaschen. Also ich weiß nicht, wie lange das noch so gut gehen kann und wie lange man alles ertragen muss, was die beiden Dummschwätzer da aus München erzählen, denn es ist, ist bitter für den deutschen Fußball, denn ganz ehrlich, Uli Hoeneß hat ja keinerlei Glaubwürdigkeit mehr, der kann als normal denkender Mensch kannst du nicht mehr sagen, dass Uli Hoeneß der Richtmesser für Rechtmäßigkeit oder für Moral im Fußball ist und ich weiß nicht, warum er dann immer noch überall ein Mikrofon vor die Nase geklemmt bekommt, aber gut, das hängt natürlich auch viel mit Aufmerksamkeitslogik zusammen und weil du halt immer irgendwas findest, was du halt wunderbar in der Überschrift irgendwie zitieren kannst. Ja, genau. Aber gut, jetzt haben wir wieder über Dummschwätzer gesprochen. Wir schauen mal, ob es in der nächsten Woche dann wirklich gibt. Genau, und wenn ihr da draußen nochmal einen Aufruf zu mitmachen, Dummschwätzer habt, die ihr für die Sendung einreichen wollt, dann einfach immer bis Dienstag 20 Uhr auf einem der genannten Kanäle uns zu. Ich glaube, das wurde aber gemacht. Ich glaube, eben jenen DFB-Präsident, den ich zitiert habe, dass die Bundesliga doch das DFB-Team und den FC Bayern unterstützen soll, der wurde bei Twitter uns vorgeschlagen, deswegen nominiere ich jetzt. Ja, vollkommen richtig, ja. Rainer Koch, für diese Aussage, dass die Bundesliga doch dankbar sein soll, was die Nationalmannschaft und der FC Bayern alles für uns tun, weil am Ende des Tages würden wir alle davon profitieren. Warum genau, hat er mir nicht erklärt, aber es schließt an, was der Marvin gesagt hat, es ist
maximal problematisch und diese ganzen Diskussionen, die gehen in eine Richtung, die meiner Meinung nach völlig falsch sind, weil wenn Bayern jetzt plötzlich Schnappatmung kriegt, weil Neymar für 222 Millionen wechselt, aber die vergessen, dass quasi der Unterschied zwischen Bayern und Paris, der ist genauso groß wie zwischen, keine Ahnung, zwischen Schalke und Bayern. Also die betreiben das Gleiche, was die jetzt kritisieren, betreiben sie ja in unserem Mikrokosmos Bundesliga ja selber und das geht mir auf den Sack und ich glaube, dass die unterschätzen, dass das denen auf lange Sicht auch nicht gut tun wird, ehrlich gesagt, weil du siehst ja, was Vereine, die in Ligen spielen, wo die beherrschen, dass sie regelmäßig in der Champions League abschmieren, weil das halt, du hast nicht diesen Competition einfach, du hast nicht das, so wie Real, Barca, Atletico, Sevilla, da sind schon vier Brocken, in England ist das genauso. Aber du hast es in Frankreich ja lange Zeit gemerkt, da gab es ja teilweise nur Lyon eine Zeit lang, die es in Champions League sogar trotzdem gut gemacht haben. Aber ich glaube, die Bayern unterschätzen das, dass es sei denn, die wissen schon, dass es irgendwann eine Europa League gibt. Das kann natürlich sein, wenn die sich in Stellung bringen wollen und sagen, komm, wir verlassen irgendwann die Bundesliga, das ist nichts mehr für uns. Aber das ist eine ganz problematische Entwicklung, die da gerade läuft. Ja, weißt ja auch nicht. Also ja, ist halt auch mehr Spekulation als Wissen jetzt an der Stelle. Aber Eins muss ich noch ganz kurz ansprechen. Und zwar hat das jetzt nichts mit den Bayern zu tun, sondern wieder mit einem anderen wunderbaren Thema. Raba Leipzig. Und zwar hat es mich doch einigermaßen erzürnt, dass im Doppelpass, was ich nur gelesen habe, ich habe mal kurz reingeschaltet, wieder ausgemacht, so ist, wie es ist. Also ich meine, ne, nimmt man ja mittlerweile hin. Was mich da ein bisschen gestört hat, war einfach die Tatsache, dass Raba Leipzig mittlerweile eigentlich, also das aktive Whitewashing betrieben wird für Raba und wo dann gesagt wird, ja, das ist ja kein Verein, der jetzt unglaublich Summen investiert und so und die machen das ja, haben ja ein gutes Konzept und so. Also ich habe immer das Gefühl, dass da wirklich, also nur weil Rangnick dann mal zu Gast ist oder so, dass dann irgendwie plötzlich die ganze Stutenbissigkeit weg ist von den ganzen Leuten, die fleißig drauf und dran schreiben, gerade auch so von der ein oder anderen Springer-Postille, um es mal so zu sagen, da wird dann plötzlich, nö, ist alles nicht so wild, naja, macht ja gute Arbeit und ja, gibt ja jetzt auch keine Riesentransfers. Ja, nur weil die Leute halt jetzt nicht die interessantesten, wichtigsten Namen haben, heißt es nicht, dass keine Riesentransfers sind. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Maß wünschen. Aber das im Fußball sich Maß wünschen, ist glaube ich auch, sich nachts Sonne zu wünschen, ist glaube ich totaler Unsinn. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, ehrlich gesagt, weil dieses Ganze, dass Red Bull Leipzig irgendwie so in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden soll, ja, genau. Das hat das ja schon halt stattgefunden. Genau so. Und das funktioniert ja auch. Also es funktioniert ja mit dem Latent-Fußball-Interessierten, funktioniert das super. Ich höre das ja auch schon teilweise von Leuten, die sagen dann, ja, aber die arbeiten noch gut, die leisten noch gute Arbeit. Und der Rangnick kann tatsächlich in der Öffentlichkeit unwidersprochen Paris Saint-Germain kritisieren und sagen, ja, ich weiß gar nicht, warum wir uns an die ganzen UEFA-Regeln halten, wenn Paris das nicht macht. Wo du dir tatsächlich denkst, wenn einer einen schlechten Tag hat, dann kriegst du für so eine Aussage einfach in die Fresse, weil die ist an Dreistigkeit, ist die nicht zu überbieten. Die ist nicht zu überbieten an Dreistigkeit. Wenn Rangnick sich da, Marvin hat es in einer ganz, ganz vergangenen Sendung mal gesagt und die Vergleich zählt immer noch, der ist tatsächlich der Bernd Lucke des Fußballs. Er ist einfach ein nerviger Populist, der diese ganzen Stimmungen auch ausnutzen will, ähnlich wie das tatsächlich teilweise AfD-Politiker machen. Erinnere trotzdem, ich habe es dir auch schon tausendmal erzählt, als dieser angebliche Hotelsturm war, wo sich rausstellt, das waren zwei Rentner. Und der hat das quasi als Hassangriff und bla. Und jetzt Rangnick kritisiert, dass Schalke kein Foto von Timo Werner hat. Hallo, der war nicht beim Media Day. Kann Schalke was dafür oder was? Wenn die nicht dafür sorgen, dass Werner beim eigenen Media Day dabei ist oder wie? Sorry, Leute. Da wird jede Kleinigkeit aufgebauscht gegen der arme Timo Werner und die armen Leipziger und jetzt reicht's auch langsam endlich mal. Es kommt ja jede Woche ein Artikel, wo dann einer sagt, aber jetzt reicht's langsam mal. Vorher war es in Ordnung, aber genau jetzt ist genug. Wo du denkst, Leute, es gibt trotzdem noch eine Graustufe zwischen Leuten, die blind hassen und auch irgendwie dumme Aktionen starten und Leuten, die einfach nur ablehnen und keinen Bock auf die haben. Das wird wohl erlaubt sein, dass ich keinen Bock auf die habe, ohne dass ich irgendwie ständig, wie der Marvin sagt, das Gefühl habe, alle Fußballsendungen, die einigermaßen Mainstream sind, wollen unbedingt, dass ich das jetzt akzeptiere und machen das mit einer Redundanz, bis du dann irgendwann denkst, ja, irgendwann erreicht es halt die breite Mehrheit. Das ist trotzdem nervig und es wird den Fußball immer weiter verändern mit allen Sachen, die ganze Komplexität, die wir immer probieren, hier irgendwie zusammenzufassen. Aber es wird immer austauschbarer, ehrlich gesagt, wenn Hoffenheim jetzt in Liverpool spielt und da irgendwelche Videos drin. Es ist halt einfach, habt ihr das Video gesehen vom Hoffenheimer Fanfest? Nein, wo die Uschi und der Gerd stehen und dann machen die einen Schwenk und dann ist da überhaupt keiner auf. Ich werde euch den Link später
Gruppe schicken. Das ist, also du kannst es nicht greifen. Du kannst nicht greifen, weil das du teilweise nicht mal weißt, ob das Satire ist oder nicht. Ähnlich wie das Giesling-Video, was ich euch in die Gruppe geschickt habe. Du weißt ja gar nicht, ist das ernst, oder? Und das, ja, können wir jetzt hier noch stundenlang drüber reden, wir wollten ja aufhören, aber. Aber ich will nur mal ganz kurz, nur mal ganz kurz sagen, ne, wenn wir jetzt hier nämlich darüber sprechen, ja, hier, ne, Fair Play und so, jo, die Leute, die Raba zum Beispiel verpflichtet, sind halt alles No-Names. Ja, aber so ein Leimer, der halt mal von Salzburg kommt, der hat trotzdem 7 Millionen gekostet. Ein Bruma von Galatasaray kostet halt trotzdem seine Roundabout 13, ja. Also die kosten viel Geld und dann wird ja trotzdem nichts gegen erwirtschaftet. Du hast Davy Selke für einen Fabelbeitrag von 8 Millionen zur Hertha transferiert, okay. Aber sonst nichts, sonst hast du nichts gemacht. Das heißt, also du hast auch hier wieder ein Minus erwirtschaftet. Und das heißt, also weißt du, da kann ich doch so viel tun, wie ich will, nur weil ich halt nicht die großen Namen verpflichte, sondern die mittelmäßigen Namen für viel Geld, heißt ja natürlich alles richtig mache. Also, ne, aber das ist halt genau das Ding. Du arbeitest mit gezielten Halbfakten, ja, und versuchst dich selber anders darzustellen, als es de facto ist. So, ich meine, kann man machen, aber man muss halt als auch Journalist, als Fußballjournalist schlau genug sein, diese Halbwahrheiten einfach zu durchblicken. Und das würde ich mir halt wünschen, gerade so in Diskussionen. Man muss auch nicht hier alles kaputt machen, so, ja. Man muss auch Rangnick, das ist ein smarter Typ, der ist so lange im Fußballgeschäft, der weiß, was er sagen kann, was er nicht sagen kann. Ist alles cool, aber man muss halt auch einfach wissen, wen man vor sich hat und dementsprechend auf Augenhöhe agieren. Und mittlerweile ist es einfach so eine komplett devote Haltung. Hier will ich übrigens, super, dass ich das jetzt irgendwie, dass mir das jetzt gerade einfällt, hier will ich übrigens einen Link euch sagen, beziehungsweise einen Hinweis, und zwar der gute Zugzwang, der gute Sven hat einen interessanten Beitrag geschrieben in der Jungle World, könnt ihr auf jeden Fall mal lesen, da ging es nämlich auch um das Fan-Dasein von gewissen, ja, eigentlich Fußballjournalisten, die aber mittlerweile komplett, zum Fußball-Fan geworden sind und diese Distanz gar nicht mehr so wahren. Das werden wir mal in die Shownotes hängen. War ein sehr cooler Beitrag, kann man mal lesen. Man muss nicht immer alles, man muss dem auch nicht hundertprozentig zustimmen, aber es ist gut, sich mal darüber Gedanken zu machen. Sehr gut. Hatte ich auch gelesen, fand ich auch gut. Link wie immer in den Shownotes. So, und jetzt findet ihr noch mehr Links da, nämlich dem, was wir sonst noch so empfehlen. Ich empfehle euch, da die Bundesliga wieder angefangen hat, natürlich auch die wöchentliche Kolumne von @Sportkultur auf 11 Freunde, der den Spieltag nochmal in GIFs zusammenfasst. Etwas, was man sich auf jeden Fall immer am Montag oder auch Dienstag nach dem Spieltag anschauen sollte. Und ich glaube, Marvin hat da auch noch was reingeschrieben. Ja, also ich bin ja sehr großer Fan dieser Sache, die jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen Feuer bekommen hat, und zwar die Twitter FC-Fan Sarah, ich spreche jetzt nicht, warte mal doch, das ist eigentlich ganz einfach, ist mir erst aufgefallen, dass es jetzt so schwierig ist, aber S to the Ara, die hat eine coole Idee gehabt, und zwar hat sie gesagt, Leute, lasst uns doch mal irgendwie eine Saisonspende initiieren, also irgendjemand von seinem Verein sagt, was er sich erhofft, und dann gibt es pro Tor oder sowas oder so, gibt's eine Spende, und das wird dann am Ende der Saison irgendeinem karitativen Zweck zugute. Ja, gehen, um es mal so zu sagen, ja. Und das hat so ein bisschen viral gegangen, die ganze Angelegenheit unter dem Hashtag Saisonspende, und es haben sich viele Leute, erst haben sich sehr, sehr viele vom FC dran gehängt, jetzt sind auch so ein paar Eintracht-Fans, die der ganzen Sache gefolgt sind. Ich habe mir jetzt auch überlegt, das mache ich auch, das habe ich letztens schon mal gepostet, ich spende zum Beispiel an die Frank-Einrichtung hier in Frankfurt, was ich als ein sehr lohnenswertes Projekt erachte. Bildungsstätte Anne Frank. Ich würde sagen, da könnt ihr auch mal reinschauen. Das muss ja auch gar nicht viel Geld sein. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gesagt, okay, wisst ihr was, für jedes Tor von Kevin Prince Boateng gehen 5 Euro an die betreffende Stiftung. Ja, selbst wenn er 20 Tore macht, ja, dann sind es 100 Euro. Das ist zwar viel Geld, auf jeden Fall, aber du kannst ja auch davon ausgehen, dass die Eintracht mit den 100 Euro, die bestinvestiertesten 100 Euro, auch irgendwo in internationalen Gefilden dann wahrscheinlich unterwegs ist. Und das investiere ich gerne.
Ja? Mhm. Also insofern, wenn ihr eine Idee habt, das muss auch wirklich nicht so viel Geld sein, 1 Euro, was weiß ich, überlegt euch einfach, was für einen karitativen Zweck eurer Wahl. Finde ich eine nette Angelegenheit. Super, dass die S to the Ara, ist schwierig, so Twitter-Namen einfach so auszusprechen, auf die Idee kam, aber so eine kleine Sache. In großer Menge können Kleinigkeiten Großes bewirken. Genau, und teilnehmen oder mitmachen läuft einfach per Twitter, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, du kannst bei Twitter mitmachen und du musst halt jemanden haben, der dran denkt. Also ich glaube, das wird auch alles gesammelt. Ich habe aber noch nicht nachgeguckt, ob es irgendwie so eine zentrale Sammelstation dafür gibt, aber alles im Endeffekt auf Twitter und auch selber einfach dran denken. Das ist natürlich auch so ein Ding, dass, wenn du das sagst, dass du es dann halt auch machst. Genau, aber ich glaube, da waren, also was ich so gesehen habe, gab es da ganz große, lange Listen, wo das dann alles eingetragen ist. Also ihr twittert das mit dem Hashtag Saisonspende und dann genau. Kommt das da alles in diese Liste und es wird mit Sicherheit irgendeinen geben, der euch am Ende der Saison dran erinnert. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist eine feine Angelegenheit, weil wir leben ja auch in Zeiten, der nicht immer alles so ganz easy ist. Und dann finde ich es schön, wenn es so ein bisschen so eine Art Menschlichkeit im Fußball gibt, so auch unter Fußballfans. Ich muss ja sowieso sagen, dass die Twitter-Gemeinde, die wir so kennengelernt haben in der letzten Zeit, auch durch den TK-Schland, ja eine wunderbare Fußball-Fangemeinschaft ist. Auch da, trotz der unterschiedlichen Farben, wird sich hier gut verstanden. Finde ich eine feine Angelegenheit und das ist jetzt eine weitere Ausarbeitung davon. Warum nicht? Gut, habt ihr da draußen, also Basti, Dennis, noch irgendwas, was ihr empfehlen wollen würdet? Empfehlen würde ich keine mehr, nein. Nö. Auch leider keine gerade. Dann sind wir auf der Zielgeraden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal allen denen, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben, Danke zu sagen und den Hinweis an alle, die neu hier zuhören, ihr findet unter eintracht-podcast.de/support eine kleine Auflistung, wie ihr uns unterstützen könnt. Es muss nicht immer finanziell sein, da reicht auch einfach ganz viel weiterempfehlen und Kommentare schreiben. Wir haben euch heute ja zu dem einen oder anderen Kommentar aufgefordert und da würden wir uns freuen, wenn wir gerade eben dazu jetzt im Speziellen ganz viel Feedback von euch bekommen, damit wir das nächste Woche in die Sendung mit reinnehmen können. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch für diese Woche. Wir werden uns am Samstag alle auf dieses wunderbare Heimspiel gegen den VfL mit 28 Gästefans freuen. Wünschen euch bis dahin eine wunderbare Restwoche und ein schönes Fußballwochenende und hören uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!